Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Cursor. Startet gerade das Ding hinter uns. Erreiche eine Parkbewertung von 3000. Okay, sind wir noch leicht von entfernt. Mit zwei Inversionen. Okay, wir sollen einfach wieder Achterbahn bauen. Ja, wir haben letztes Mal hier diese schöne Achterbahn hier gebaut. Ich hoffe, dass das wirklich der Renner wird. Oh Gott, Grendel hat ein technisches Problem. Wir werden pleite gehen. Obwohl, Grendel, fahren damit so viele? Ich bin mir gerade nicht sicher. Was ist so. Grendel ist ja so teuer, Alter. Okay, dann mache ich es halt billiger. Machen wir halt nur 15 Dollar. Wenn da mehr damit fahren, ist das total in Ordnung. Ja. Der Cube gilt immer als neu. Die sollen nicht so viel rumheulen. Okay. Und da wir die andere Seite wiederbeleben sollten, weil das hier läuft ja. Die Seite läuft komplett. Nur umso weiter wir nach hier hinten gehen, umso trauriger sieht's aus. Also bis darauf, dass die Leute, die jetzt alle hier mitfahren möchten. Aber dagegen können wir natürlich was tun, dass es hier hinten so leer bleibt. Und einfach mal ein paar Fahrgeschäfte hinsetzen. Schauen wir mal, ob wir irgendwas noch haben, was wir nicht gebaut haben. Nee, ich glaube, wir müssen echt wieder forschen. Sieht mir stark nach Forschung aus, Leute. Nein, das Starwheel haben wir noch nicht. Und das Sunnydale, das haben wir auch noch nicht. Ja, die zwei Zuzu haben wir schon. Ja, brauchen wir ein bisschen Geld. Aber das haben wir derzeit nicht. Jetzt schauen wir mal, ob sich das hier jetzt überhaupt lohnt. Gehen da die Leute rein? Machen wir mal ein bisschen schneller. Sehen wir mal, ob da ein guter Ansturm kommt. Die drehen teilweise echt um. Ist es zu teuer? Ja, das steht halt seit einer Weile leer. Das passiert mal. Ja, das sagt jetzt eigentlich keiner, das ist teuer oder so. Ja, die kommen da schon gut rein. Wartestange ist jetzt auch noch nicht voll. Okay, ja, ein paar drehen halt um. Warum dreht die um? Ich habe nicht mehr genügend Geld. Ach so, die brauchen einen Geldautomaten. Ja, da können wir natürlich gleich was machen. Dass die trotzdem noch damit fahren können. Nehmen wir einfach mal einen süßen, geilen Geldautomaten. Wir haben doch da einfach diese Planet Cursor Geldautomaten. Genau, die meinte ich. Drehen wir da jetzt einfach mal. Und stellen hier hin. Und jetzt jeder, der sich denkt, boah, ich habe kein Geld mehr, kann hier hingehen und dann hier mitfahren. Ich denke, das klingt nach einem Plan. Okay, wir haben jetzt auch Kohle, um was Neues zu bauen. Hier. Starwheel oder Sunnydale. Okay, wir brauchen noch ein bisschen Geld. 500. Ah. Ja, unser Geld ist irgendwie so oben, unten, oben, unten. Durchbricht das Gelände. Ach so, ja. Können einfach das hier machen. Gebaut haben wir schon mal. Jetzt müssen wir natürlich die Kamera kurz drehen, um einen schönen Eingang festzulegen. Kann ich einen Eingang platzieren? Darf ich das Spiel? Ein Ausgang. Der schließe ich schon irgendwie irgendwo an. Das schaffe ich. Eingang mit Weg verbinden. Einmal schön nach unten. Und einmal auch hier vorne nochmal rum, weil ich habe Angst, dass die Wartestange zu kurz wird. Okay. Blockiert. Nichts ist da blockiert. Drehen wir mal wieder die Kamera, dass wir sehen, wo hier praktisch dann die Warteschlange enden sollte. Okay, wir müssen irgendwie hier wieder runter. Perfekt! Ist gebaut, ist geöffnet. Kommt rein! Also ich denke durchaus, dass mit diesem Teil so einige Leute fahren möchten. Okay, irgendwo musst du anschließen können. Ah, hier hinten. War doch gerade so ein ganz kurzer Moment. Nein! Fehlgeformt. Du bist mir auch fehlgeformt. So, perfekt. So, hat geöffnet. Bis jetzt ist noch keiner drin, aber das kann sich ja schlagartig ändern. Deswegen bauen wir da auch gleich mal vielleicht so einen Souvenirladen mal wieder hin. Was könnten wir denn da nehmen? Oder vielleicht eine Toilette? Also ich meine, da steht jetzt keine Toilette rum und Toiletten sind halt... Oh, Toiletten sind groß.
Vergesst es, Leute. Toiletten sind riesig. Ja, Toiletten sind nichts, was dahin kommt. Ein Personalgebäude. Nee. Informationsstand vielleicht nochmal so ein kleiner. Ich weiß ja nicht. Ey, du musst doch hier irgendwo Platz finden. Okay, irgendwie können wir da nichts hinbauen, weil das halt auf diese dämliche Erhöhung ist. Ui, cool, die fahren alle mit diesem Sandflair-Teil. Das ist cool. Ja, ich baue derzeit einen Drachen oder so hin. Machen wir mal ein bisschen. Alter, wie viel Kohle haben wir? Wir machen ein bisschen langsamer jetzt schon mal. Also, wir haben jetzt gerade echt viel Kohle. Machen wir vielleicht einfach mal ein paar Bänke hin. Als erstes. Nicht so Picknickbank, einfach eine normale Bank. Einfach so. Ich mag die immer. Weil die halt einfach echt chillig aussehen, finde ich. Und Mülltonnen. Mülltonnen brauchen wir grundsätzlich mal. Ja, okay, baust es halt da vorne im Weg hin auch okay. Okay, bau halt keine Mülltonne, ist auch in Ordnung. Nein, ich wollte nochmal in Szenerie. Und da eine coole. Da. Also erstmal, ach, da vorne steht schon eine Kamera, aber da könnte man trotzdem noch eine Kamera hinstellen, weil man weiß ja nie. Okay, die Schlange ist da jetzt auch gut voll schon. Animatronic. Ein Drache-Ausguck. Ui. Ich finde das süß. Wir vielleicht einfach. Ich möchte keinen Schießenden. Warum kann man nicht einfach nicht schießen wie dieses wunderschöne Feiertagsduett? Ich finde immer so, Riesenräder haben auch so was Weihnachtliches manchmal. Pirat-Ausguck, der schießt auch nicht. Das ist doch mal eine schön entspannte Bahn. 82, okay, ein bisschen was brauchen wir noch? Irgendwas anderes Cooles. Sitzender Pirat. Ich möchte nicht, dass er tippender. Was macht tippend? Er tippt halt, okay. Dann stehst du wohl jetzt hier. Und ein tretender Cowboy, der tretet mal hier. 97, Mist. Bisschen was noch. Baum oder so. Warum hat alles immer ein technisches Problem? Ich mag keine technischen Probleme. Dafür gib mir einen nahen Ritter. Einfach nein, der marschiert immer das so dämlich. Dann halt noch ein Pirat ausguckst so in der Mitte. So, jetzt habt ihr 100, ja. Ja, die Leute kommen auf jeden Fall gut nach hier hinten. Alter, hier ist ja richtig überlaufen. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall wieder ein bisschen ausgebauter. Und 12.000, also ich meine, da können wir schon fast wieder eine neue Achterbahn uns leisten, oder? Ich würde auch gerne noch ein bisschen forschen. Also eine Achterbahn ist halt immer geil, weil halt immer Leute reinkommen. Flight of Dragon haben wir, Grendel haben wir, Neftis wäre interessant. The Madness haben wir, Screamer, Advertisy. Ah, das Neftis, das hat halt überall geile Werte. 14.000 haben wir echt gleich zusammen. Ich glaube, wir bauen das. Aber hier mit dieser Bahn? Die läuft, oder wie? Sagen da Leute? Die Warteschlange war voll. Und wirklich preiswert, warte, das Ding kostet 20 Dollar. Wenn du das sagst, Boy, dann. Hey. Ich weiß es echt nicht. Okay, die ist halt riesig einfach. Man hat halt echt was von der Fahrt. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Also damit fahren würde ich sicher, aber für 22 Dollar, ich glaube kaum. Aber hey, wir könnten noch einfach mal schauen, wie die aussieht. Die wir jetzt seit. Nee, bis das nächste Ding kommt, dauert, glaube ich. Gleich vorne hier. Mr. Cowboy. Okay, der war sogar im Hotel. Ich möchte die Ego-Perspektive.
Okay, ja, dann verabschiede ich mich mal an dieser Stelle von euch und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Planet Coaster wieder. Bis dahin, tschüss.